Ich habe uns was Neues besorgt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, zu Recht. Ihr werdet Augen machen. Habt ihr den weißen Flitzer vor der Tür gesehen? Das ist meiner. Keine Angst, er ist nur gemietet. Ja, unser Auto steht doch meistens sowieso nur in der Garage. Aber durch das Carsharing-Prinzip sind wir flexibel und mieten uns nur dann ein Auto, wann wir es möchten. Und das Beste ist, es ist ein Elektroauto. Also günstig und umweltschonend. Wie stellst du dir das vor? Was sollen die Leute von mir denken? Komm schon, fahr! Du wirst dich noch wundern, mein Lieber. Wo bleibt eigentlich Laura? Hey, komm schon, spring auf. Spring nicht nach Hause. Nein, danke. Ich hab schon Date. Sohnemann, dann dreh doch mal eine Testrunde mit dieser neuen Elektrokutsche. Das ist eine gute Idee. Dann kannst du den Wagen auch gleich aufladen. Und den Einkauf fürs Wochenende erledigen. Die nächste Ladestation ist ja nicht weit entfernt. Also, Herr Neumann, ich fasse noch einmal zusammen. Das Carsharing-Modell mit Elektroautos ist nicht nur günstiger als Ihr jetziger Wagen, sondern Sie schonen nebenbei auch noch die Umwelt. Und bei Ihrem nächsten Wochenendausflug mit der Familie stehen Ihnen sogar Elektrofahrräder zur Verfügung. Das hört sich gut an. Meinem Chef nehme ich auch gleich welche mit. Für unseren Betrieb ist das Modell sicherlich ganz besonders attraktiv. Also, alles Gute. Hey, was machst du denn hier? Ein Spaziergang, was sonst? Elektroauto, das ist die Zukunft. Müsst ihr auch mal probieren. Ihr leiht euch den Wagen nur dann, wann ihr ihn braucht. Ob beruflich, zum Einkaufen oder für einen Ausflug. Und das Beste an der Sache ist... verringerte CO2-Emissionen, Verwendung erneuerbarer Energien und so schöne blaue Augen. Übrigens,
Morgen nehme ich den Wagen zur Bandprobe. Das geht nicht, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Meine Kollegen werden Augen machen. Aber ich habe Anna und Christine schon auf eine Testfahrt eingeladen. Genügend Leasingverträge habe ich dabei.